So, angekommen heute, 1. Mai, Berlin, Treptower Park. 1. Mai, da denkt man ja, Klassenkampf, Arbeiterklasse, etc. Dort hat Berlin schon lange verloren. In Kreuzberg hängt sowieso kein Plakat mehr und schon gar kein Transparent. Und jetzt gehen wir mal zu den Freien Linken. Ich hoffe, dass ich die nicht verpasst habe. Hier sollte es starten. Durch den noch einen kleinen Marsch durch den Treptower Park. Und ja, sind wir ein bisschen spät dran. Die Bahn hatte wieder Verspätung. Und von daher, sag ich mal, guck mal, wie viel hier schon Party gestern. Und so, jetzt geht's zur Demo für Freiheit der Arbeiterklasse. Aber nicht gehört. Wie so viele das nicht hören. Gestern gab es bei uns auch einen Tag. Tanz in den Mai hat sich das. Tanz in den Mai haben sie gesagt, ist das. Aber Tanz in den Mai. Ich sage, ich habe gar keinen Grund zu tanzen in den Mai. Oder wer hatten das schon? Irgendwo. Ja, ich bin frisch verliebt, ja, vielleicht. Aber ansonsten ist ja alle Titte. Hier in diesem Land. So, jetzt gehen wir raus hier Richtung Treptower Park. Captain Future und die Leute, die das organisiert haben, wollten hier eigentlich starten. Vielleicht sind sie schon weg. Anscheinend ja. Obwohl so viel Polizei ist da, dann können die noch nicht so weit sein. Gucken wir mal. Ja, wo hören wir die Musik? Ne? Also hier ist ja mächtig was los. Aber irgendwie nicht einzuordnen, was hier zu irgendwas gehört. Vielleicht ist das ja jeden Tag so. Also, wenn Sonne scheint. Aber ich denke, da hinten, ja, da hinten sehe ich eine Konzentration von Menschen. Und ich denke, da hinten auch von Polizei. Ich glaube, da sind wir am richtigen Ort. Hier haben wir übrigens früher... Ich kann mich erinnern, jetzt hier, wenn ich diesen Platz sehe hier, Treptower Park, da war hier, habe ich Bob Dylan gesehen hier. In der Tat, hier war Bob Dylan. Aber darum geht es heute nicht. Wir gehen ja. Feuer, Feuer, please. Ja, jetzt gehen wir rüber. Ohne Dampf kein Kampf. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt hier auf der richtigen Veranstaltung sind. So, schließlich der 1. Mai heute. Hier am Treptower Park. Widerstandspflicht, wir fürchten euch nicht. Jetzt kommt das Ende eurer Schicht. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Für den Frieden stehen wir hier. Wir durchschauen eure Gier. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Eure Lügen schmecken fahl. Die Propaganda so banal. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Für den Frieden stehen wir hier. Wir durchschauen eure Gier. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Eure Lügen schmecken fahl. Die Propaganda so banal. Vielen Dank. Das war's für Astrid. Ja. Anneliese Fickinger ist vieles in einer Person. Diplom-Fotoingenieurin, Galeristin, Kamerafrau und Journalistin bei der Neuen Rheinischen Zeitung. Sie klärt uns in ihrer Rede auf über Friedensbewegung, Medien und Propaganda. Ein Applaus für Anneliese Fickinger. Okay, anschließend sind keine Fragen mehr offen, hoffe ich. Schön, hier bei euch zu sein in Berlin. Wir sind aus Köln gekommen und bringen euch die Grüße aus dem Rheinland mit, von allen friedensbewegten Menschen.
analysiert und Menschen befragt und wie es denn sein kann, was da passiert ist, ist das alles glaubwürdig, dass die Ausweise unmittelbar neben den Trümmern oder in den Trümmern gefunden wurden und so weiter und so weiter. Das hat man uns natürlich sehr übel genommen und seitdem standen wir dann auch selber unter Beschuss, aber was soll's, es muss ja weitergehen. Ich gehe noch einen Schritt zurück und zwar 1999, das war natürlich auch ein besonders markantes Datum, auch da sind wir natürlich im Einsatz gewesen und haben selber uns die Trümmer angeguckt, wie also nicht die militärischen Einrichtungen in der Bundesrepublik Jugoslawien, die es zu der Zeit noch so halbwegs gab, wie es da aussah, sondern wie Krankenhäuser und Schulen und Wohnhäuser bombardiert worden sind. Da haben wir dann eine fotografische Ausstellung draus gemacht. Dabei sind, da werden tolle Reden initiiert, aber was bei der Initiative Rammstein leider fehlt, das ist das NATO raus. Wir können fordern NATO raus und Kündigung der Truppenstationierungsverträge. Das wäre eine Ansage. Und da gebe ich noch mal eine knappe Anleitung. NATO raus, man höre und staune, wenn es nicht schon wisst. Ein Jahr Kündigungsfrist, ist doch wunderbar, dann sind wir den Verein los. Dann Kündigung der Truppenstationierungsverträge, das schaffen wir innerhalb von 2 Jahren. Und wenn es dann gelungen ist und wenn es dann soweit ist, dann haben wir in Rammstein, feiern wir in Rammstein die wunderschönsten Friedensfeste, dann zieht vielleicht auch Pax Terra Musica mit in Rammstein ein und da treffen wir uns alle wieder und feiern nur noch Friedensfeste. Die gute Botschaft, ich weiß nicht, ob die beste, aber vielleicht ja doch. Wir sehen uns auf alle Fälle wieder am 3. August, da wisst ihr ja vielleicht auch, was da schon angekündigt ist. Da hat Michael Ballweg, den wir als Neue Rheinische Zeitung im letzten Jahr mit dem Kölner Karlspreis für engagierte Literatur und Publizistik ausgezeichnet haben, den er da erhalten hat in Köln. Bei dieser Veranstaltung hat er uns fast ein bisschen, wie soll ich sagen, traurig gemacht, weil er meinte, ja, er widmet sich jetzt mehr digitalen Geldsystemen und ja, er würde keine Demos mehr machen und umso erfreuter waren wir, dass er dazu aufgerufen hat oder dass er jetzt wieder eine Demo veranstalten will am 3. August in Berlin. Sein Geld ist teilweise wieder frei, da ist er wieder, hat er wieder Zugang. Ja. Was gibt es noch für positive Aspekte? Nicht so ganz positiv, aber immer dabei sein sollte natürlich Julian Assange und da weiß ich, Jens Fischer-Rodian erwähnt auch fast bei jeder Veranstaltung von ihm ist Julian Assange dabei. Freiheit für Julian Assange ist eine Selbstverständlichkeit. Und wir reden hier vom größten Skandal und das ist auch der größte Medienskandal im 21. Jahrhundert. Und ich sage, diesem Full Spectrum Dominance müssen wir entgegensetzen. Full Spectrum Peace. Danke. Und weiter geht's. Ich habe euch schon meinen Lieblingsphilosophen vorgestellt, den Friedrich Nietzsche. Meine Lieblingsdichterin ist Mascha Kaleko. Und die lebt ja nicht mehr, mit Worten sehr zu berühren. Und jemand, der das anscheinend von den Freien Linken zu schätzen weiß, ist Robert. Und er liest vor das Rezept von Mascha Kaleko. Applaus für Robert. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sag nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen und ist es da, dann sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie das Glück. Erwarte nichts, hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten.
feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lange schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Danke. So, der nächste Redner. Ehemaliger Bundeswehrsoldat Wolfgang Effenberger hat Einblick bekommen in die Atomdoktrin des Kalten Krieges. Und dass im Falle eines Atomkriegs zwischen USA und der ehemaligen Sowjetunion Deutschland der Austragungsort gewesen wäre. Deshalb begrüßt mit einem lauten Applaus Wolfgang Effenberger und seine Rede zum Schrecken des Krieges. Liebe Friedensbewegte, ich freue mich, hier heute am 1. Mai in Treptow sprechen zu dürfen. Unweit von hier haben die im Kampf gegen den Nationalismus gefallenen Völker Russlands ihre letzte Ruhestätte gefunden. Wie konnte es nach 77 Jahren dazu kommen, dass sich Russen und Ukrainer im Feld unerbittlich gegenüberstehen? In 4 Wochen werde ich 78 Jahre alt und kann auf ein Leben in Frieden und Freiheit zurückblicken. Ich möchte, dass das auch kommenden Generationen vergönnt ist. Für mich war es 1999 unvorstellbar, dass sich die Bundesrepublik Deutschland erstmals an einem Krieg und dann auch noch an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beteiligte. Nachdem die USA für den Krieg gegen Restjugoslawien kein UN-Mandat bekamen, änderten sie kurzerhand ihre Strategie und mandatieren seither ihre Kriege selbst. Die Vereinten Nationen sind obsolet geworden. Stattdessen beruft man sich auf eine diffuse, exklusive, regelbasierte Ordnung und damit auf imperiales Faustrecht. Nun soll Deutschland angesichts der sich militärisch ausweitenden Konflikte kriegstüchtig gemacht werden. Schon 1914 waren die Großmächte nicht in den Krieg hineingeschlittert oder gar geschlafwandelt. Die Planung für diesen Krieg lief spätestens 1904 mit dem Committee of Imperial Defense an. Und das gilt für die jetzigen Konflikte genauso, die sind von langer Hand geplant. In den letzten Wochen haben sich führende europäische Staatsmänner, Militärs und Meinungsmacher gegenseitig vorgeworfen, im Krieg gegen Russland nicht weit genug zu gehen. Wie halbwüchsige Jungen bei einer Mutprobe haben sie sich gegenseitig als Feiglinge, Weicheier und nützliche Idioten Putins bezeichnet. Die bereits im kleinen Umfang stattfindende Stationierung von NATO-Bodentruppen, die Lieferung von hochpräzisen Taurus-Marschflugkörpern, die Moskau erreichen können, die riesigen NATO-Manöver an der russischen Grenze, also von Februar bis Ende Mai jetzt, das größte Manöver, das die Welt je gesehen hat, und die Umwandlung der Ostsee und des Schwarzen Meeres in NATO-Gewässer soll Moskau zu einer weiteren militärischen Reaktion provozieren. Nach Jahrzehnten sozialer Ungleichheit und der Anhäufung riesiger Mengen von Spekulationskapital hat die Krise des Weltkapitalismus erneut einen Punkt erreicht, an dem es nur noch einen einzigen Ausweg gibt. Der Krieg samt gewaltsamer Neuaufteilung der Welt und die brutale Unterwerfung der arbeitenden Bevölkerung. Und schon Immanuel Kant, der also am 22. April seinen 300. Geburtstag gefeiert hätte, stellte fest, dass unter der Heeresmacht, der Bundesmacht und der Geldmacht die letztere wohl das zuverlässigste Kriegswerkzeug sein dürfte.
Und das können wir heute überall beobachten. Die Gewerkschaften, die sich als staatliche Hilfsorgane in Disziplinierungsapparate und Handlanger der Geldmacht verwandelt haben, stehen ebenso hinter dem eskalierenden Weltkrieg wie die Grünen, die SPD und die Linkspartei. Das ständige immer mehr führt zu immer weniger Wohlstand und zerstört unser Lebensumfeld. Wir müssen weg von der zerstörerischen Profitmaximierung hin zu einer nachhaltigen Pflege unserer Lebensgrundlagen. Vielen Dank. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin so stolz auf diese Bewegung, weil sie friedlich geblieben ist und ich möchte, dass das so bleibt. Denn eins ist klar, uns kriegt man niemals auf die Knie. Wir sollen uns einreihen in ihr Denken. Sie wollen uns führen, sie wollen uns lenken. Wir wollen uns die neue Welt begrüßen. Sie fest umarmen, nicht dagegen schießen. Sie schreiben täglich ihre Listen. Die ach so bunten Totalitaristen. Wer ist wohl als nächstes dran? Wann legen sie die nächste Leitung lahm? Sie wollen gehorsam, stumpfe Schergen. Hast doch gar nichts zu verbergen. Sie suchen weiter, immer weiter, bis sie fündig werden. Sie fragen nicht, sie sagen schlicht, bist du gegen uns? Wollen wir dich nicht? Das sind einsame Seelen, die man gerne übersieht. Trotzdem bestimmen sie, was geschieht. Steht auf und schreit, hier läuft was schief. Es sind die Geister, die keiner rief. Sie wollen das Menschsein übergehen. Aber Leben ist mehr als überstehen. Ihr kriegt uns nie, lasst euch das sagen. Ist nichts heilig, nicht mal das Leben. Wenn sie das Ruder übernehmen, bleibt nichts von dem, was wir so lieben. Freiheit, Frieden. Mit einem Lächeln im Gesicht nehmen wir die Irren in die Pflicht. Sie fragen nicht, sie sagen schlicht, bist du gegen uns? Wollen wir dich nicht. Es sind einsame Seelen, die man gerne übersieht. Trotzdem bestimmen sie, was geschieht. Steht auf und schreit, hier läuft was schief. Es sind die Geister, die keiner rief. Sie wollen das Menschsein übergehen. Aber Leben ist mehr als überstehen. Ihr kriegt uns nie, lasst euch das sagen. Ihr kriegt uns nie, wir werden's wagen. Eure Lügen laut zu sagen. Unser Gewissen wird uns tragen. Unsere Herzen kriegt ihr nie. Ihr kriegt uns nicht mal auf die Knie. Ihr kriegt uns niemals 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 auf die Knie. Hey, 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 ihr kriegt uns niemals auf die Knie. Hey, 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 ihr kriegt uns niemals auf die Knie. Hey, 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 ihr kriegt uns niemals auf die Knie. Hey, 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 ihr kriegt uns niemals auf die Knie. Vielen Dank euch, danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht es los. So, macht euch bereit, jetzt geht's los, okay. Wir gehen jetzt langsam durch den ganzen Park und kommen dann wieder hierhin zurück. Genau, aber wir machen in erster Linie Musik und zwischendurch gibt's auch mal eine kleine Ansage. Was machst du denn hier? Ja, so, heute 1. Mai? Raus. Da gibt's denn einen Ständer durch? Naja, 1. Mai, 1. Mai ist in Berlin, Mai. Ne? Raus aus der NATO! Mensch, ja. Also, so, in so einem guten Zwirn? Ja, das muss man auch mal machen, ne? Ja, extra gestylt? Nee, immer wieder mal, ja, ja. Und heute extra hierher kommen, oder? Für Frieden? Also, mal zum Laufen, ne? Zum Laufen. Sehr schön. We'll be right back.
1. Mai allen zusammen. Ja, aber Sie dürfen ja bitte nicht fotografieren, ne? Was essen hier? Was? Was habt ihr zu essen, Herr Schönes? So ein leckeres Essen. Was ist das? Leckeres Essen. Ja, leckeres Essen. Ja. Was ist denn das? Was ist das? Ja, doch, was? Willst du probieren? Lamm oder? Ja, Lamm. Lamm. Und das ist ein Pepperoni. Ja. Schönen Tag noch, ne? Jawohl. Jo. Weiter hier, danke dir. Wie siehst du, wie die Bewegung vorankommt? Eigentlich kommt ja, in meinen Augen kommt ja nichts voran. Naja, also wir haben jetzt so ein bisschen diese Pizzatechnik. So alles wird gespalten und das führt aber interessanterweise auch zu ganz kuriosen Koalitionen. Ich weiß nicht, ob du zufällig bei dem Gaza-Camp warst am Reichstag, dass sie aufgelöst haben. Ja. Da gab es dann LGBTQ-Leute und Gaza und also ganz, ganz interessante Kombinationen, die sich da auftun. Ja, da kann der Verfassungsschutz direkt hinterher wahrscheinlich. Ja, ja, sie haben es ja aufgelöst. Sie haben es ja aufgelöst. Ja, wahrscheinlich wegen der Verbindung. Wegen der Verbrüderung. Ja, ich glaube, das mögen sie nicht so gerne. Ich habe den Eindruck, dass sie wollen die Spaltungsagenda. Ja, so sieht's aus. Und das lassen wir mit uns nicht gefallen. Deswegen, ja, ein wunderschöner Tag. Super. Setzen wir nachher nochmal auf? Ja, mach ich. Eine Ansage an die Eltern. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat gesagt, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Was bedeutet das für uns Eltern? Es bedeutet nicht nur, dass für unsere Kinder weniger Geld für Bildung vorhanden sein wird, sondern das bedeutet auch, dass es unsere Kinder sein werden, die in den Krieg ziehen müssen. Wir fordern deshalb unsere Politiker auf, alles zu unternehmen, um Kriege zu verhindern. Wir fordern sie auf zu Diplomatie. Wir lassen uns nicht gegen andere Völker aufhetzen. Wir lieben unsere Kinder und die Eltern anderer Länder tun dies auch. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder zu Opfern oder Tätern in Kriegen werden. Wir wollen Frieden. Wir, die bisher Grüne, SPD und andere gewählt haben, sagen diesen Parteien deutlich, unsere Kinder bekommt ihr nicht und auch nicht unsere Stimme. Wir erwarten ein sofortiges Umdenken für unsere Kinder und für alle Kinder dieser Welt. Jetzt protestieren, bevor es zu spät ist. Oh. Nadelstreifen? Ja. Warum? Ja, na klar, für den Frieden. Nadelstreifen für den Frieden? Auf jeden Fall. Das ist mal eine Maßnahme. Ja. Ja, ja. Ich bin ja Berliner Kommunade. Das ist ja hier das Transparent. Ja, den Malte habe ich auch gerade gesehen. Ja, ja. Da vorne läuft er. Das ist ja unser Transparent. Wir zwei haben das entworfen. Das ist jetzt mal wieder aufgetaucht. Das war ein Jahr lang inhaftiert,
bei der Berliner Polizei, das Plakat. Das wurde sozusagen festgenommen und festgesetzt und wir bekamen es nicht zurück und es musste dort bleiben. Und jetzt vor kurzem haben wir es zurückbekommen. Das ist ja jetzt 4 Jahre. Fast 4 Jahre alt. Das ist August 2020 entstanden. 4 Jahre Untersuchung. Nein, nein, 1 Jahr. Wir wollen nicht übertreiben. Es war ja transparent, war politisch sehr aktiv. Ja. Das ist ja, du hast die andere Seite, du kennst das wahrscheinlich von früher her. Das ist ja dieses Warren Buffett-Zitat. Meine reiche Klasse führt Klassenkrieg, meine reiche Klasse gewinnt. Nicht? Das haben wir da zitiert, dessen Worte. Ja. Wie findest du die Veranstaltung heute? Außer mal vom Wetter abgesehen. Schön. Ja, 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 aber eigentlich ist das, ich freue mich, dass es jetzt doch sehr viel mehr hier sich daran beteiligt haben. Vorher dachte ich, oh Gott, da ist ja gar nicht so viel los. Also im Gehen habe ich das Gefühl, kommen mehr, ne? Ja. Naja, da waren viele einfach auch im Schatten und haben dann gesagt, also ganz in der Sonne stehen muss ich nicht. Vielleicht höre ich das auch sehr entspannt mir an und sitze dabei im Schatten. Ja. Kann ich gut verstehen. Hallo Sven, ja. Grüßt euch! Ja, Spaziergang mit der Polizei durch den Treptower Park. Das ist einfach immer ein Tast, Junge. Mein Lieber. Ja? Wir fordern deshalb unsere Politiker auf, alles zu unternehmen, um Kriege zu verhindern. Ihr werdet es sein, die in den Krieg ziehen müssen, wenn ihr nicht protestiert. Ihr werdet es sein, ihr die jungen Leute. Die Bundeswehr wird wieder Pflicht werden. Ihr werdet es sein. Die Opfer. Die Opfer und die Täter, ja. Und auch nicht unsere Stimme. Wir erwarten ein so korkiges Umdenken. Wieder Party on oder was? Bitte? Party on? Richtig. Was? Komplett on. Ja, echt Party on. Komplett on. Ja, es war erst 16.30 Uhr. 1. Mai heute, Ben. Aber in einer halben Stunde bin ich zu Hause, sag ich. Heute haben wir den 1. Mai. Wer bist du denn? Ja, ein Arbeiter. Ein Arbeiter? Ich bin auch Arbeiter. Hast du ja. YouTube? Wir sind eine Gemeinsamkeit. Heute feierst du? Heute. Na klar, natürlich. Feiern wir zusammen. Du kipp mal ab. Ja, jawohl. Wie heißt du? Ivy. 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 Ich bin Chris Hai. Jawohl, Chris Hai. Lass dich doch mal begrüßen. Ja, machen wir so. Wir sind noch ein Schlag, ne? Jawohl. So, was machst du heute noch? Nicht arbeiten gehen. Nein. Finde ich gut, super. Und was machst du sonst noch? Nicht arbeiten gehen. Lernst du jemanden kennen? Nee, nicht arbeiten gehen. Ja, okay. Hast du eine Frau? Besser ist, wenn man keine hat. Warum? Ja, kennst du eine, kennst du alle. Das ist keine alte genannte. Nein, wirklich nicht. Thank you.
Also da muss ich jetzt mal sagen, jetzt habe ich mich aufgehalten bei so ein paar Techno-Freaks und die Demonstration ist einfach weiter marschiert. Ich frage mich, warum wir hier nicht geblieben sind. Die ist ja viel besser. Aber na gut, das sind die Organisatoren und keine Ahnung. Jedenfalls bei so einem schönen Wetter, alles amüsiert sich hier. Aus welchem Grund auch immer. Also ich habe ja immer ich bin ja eigentlich auch so ein Open-Air-Kind. Bin immer auf Festivals gefahren, aber seit 4 Jahren habe ich gar keinen Grund mehr zum Feiern. Und ich konnte das auch nicht verstehen, dass die Leute, Kumpels von mir, dass die dann einfach nach 2 Jahren da irgendwo ihr Steak umdrehen, so als wenn nichts gewesen wäre. Es geht einfach weiter und vergessen wir mal die Kacke. Die Betrüger lassen wir laufen. Es ist nicht zu fassen. Ja, und das verstehe ich nicht. Und so sehe ich das auch, dass die ganzen Leute bei schönem Wetter hier rausgehen und schönes Wetter machen, obwohl kein schönes Wetter ist. Es ist doch wirklich nur Gewitter, nicht Wetter. Gehwetter. Oder Gehwetter. Mir geht es ja heute am 1. Mai. Ne? Was verbindet euch 1. Mai? Ja, Tag der Arbeit. Ansonsten. Tag der Arbeit. Nicht Tag der Arbeit? Ja. So. Feiern gehen halt, ne? Ja. Adolf Hitler so hin. Oh Gott. In der Tat. Ja, feiern gehen. Politisches den gutes Feiertag hat Adolf Hitler eigentlich. Ui, aber wir feiern ihn trotzdem noch. Ja, natürlich. Ach, verrückt, ja. Wir müssen hier zum Feiern gehen, gute Laune haben. Fast auf der ganzen Welt. Genau, das ist verrückt, ey. Berliner? Ja, Berliner, ja. Ja, und heute, naja, dann hast du damit 1. Mai sowieso immer was zu tun. Ist immer was, ne, seit Geburt. Also, ja, aber kein mit Klassenkampf hat nichts zu tun mehr. Naja, ich denke, bei den meisten hier wenig, ne, aber also, dass die Message noch vertreten wird, ist natürlich Arbeiter gut. Arbeiter gibt's ja kommen. Ja, leider nicht, ne? Brauchen wir wieder ganz viele. Sind ja nur Studierte und Nicht-Studierte. Ist so. Brauchen mehr Ausbildung. Ciao, ciao. So, jetzt habe ich ja unsere Reisegruppe hier ein bisschen verbummelt. Aber sie sollten eigentlich jetzt zurückgegangen sein zum Bahnhof. Ja, hier ist mächtig was los. Abi-Partys. Ich weiß nicht, ob die Menschen noch so ausgelassen feiern können. Ist mir ein Rätsel in der ganzen Situation, in der wir uns alle befinden. Wer kann denn da eigentlich da hingehen und sagen, okay, ich hau mir heute die Hacke voll? Nö, habe ich keinen Grund zu. Viele Menschen, nur keine Engagierten. Trinker, Familienväter, Kinder sehe ich auch kaum, eher partyvoll. Also in German, in the East German time, the name of this day was the International Fight and Party Day of Working Class. But now it's just Party Day. Das habe ich ihm gerade erklärt. I used to explain to him that like in the 90s. Ja, genau. Oh Gott. Also Entschuldigung. Erklär von welcher Presse bist du denn? Mach mal einen Englisch. Ja, okay. Deutsch oder Englisch? Ja, Deutsch und Englisch. Okay. Back in the 90s, was the working class fighting days with like the most cliché, left wing skinhead, right wing skinhead. And now we have like at the Treptower Park, Schwurbler, peace and love, people walking around, screaming for love and hating truth. And people are partying and don't really give a fuck. On May 1st, like the working class day, so it's complete out of control, doesn't make any sense. And it's pretty sad. But the 90s weren't cool as well, because he would probably get hit by some skinhead, not joking, if you said that to a foreigner. And these people are like respective towards foreigners and love, and but they are like against Schuster. But it's also, we should fight, but we need a day off, so we're happy to party. Yeah. So then we'd work tomorrow, it's fucking shit. Willkommen 2020. So. Und ich nenne Microsoft als Vertreter des digitalen Komplexes mit Bill Gates. Was machen die? Die stellen direkt das Personal, soweit ist es inzwischen, oder führen es an. Jörg Cookies,
ist der entscheidende Staatssekretär im Bundeskanzleramt, zuständig für Finanzen, Wirtschaft und Europa. Woher kommt er? Ist ein ehemaliger Banker von Goldman Sachs, und zwar in Deutschland führend gewesen. Dann haben wir noch einen anderen Bekannten, der sich schon die Hände reibt, weil er gern der nächste Kanzler werden will. Friedrich Merz, Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock bis vor wenigen Jahren. Nahrungsmittel. Ja, wunderbarer Spruch. Nee, der ist von Gunnar Kaiser geklaut. Von Gunnar Kaiser, genau. Von dem schwarzen T-Shirt. Statistischen Bundes- ja, Gott hab ihm selig. Das so ist ein guter Mann. Der fehlt, aber genau. Der fehlt. Nachrichten. Vor 75 Jahren wurde Palästina besetzt. Alter. Mit Hilfe der Engländer. Was mache, man weiß und Teil der westlichen Welt. Ein Hippie, Alter. Warum fangen wir nicht an? Hast du die Arme gebrochen? Ja. Wenn ich jemand eine Rohre bei der Ellenbogen. Gebe, wie ist denn das hier? Fahrradunfall, Überlenker. Aber man muss sich zu helfen. Natürlich. Eventuell verteidigen. Geht immer weiter. Aber die haben nicht gesehen, was diese Person wochenlang, monatelang, jahrelang mit mir gemacht hat. Funktioniert. Wunderbar. Oder die wollten das. Kriegst die Hose hochgezogen? Na klar. Fakt ist, Jacke aussehen schwieriger. Wir haben heute der Tag Nummer 208 des Krieges im Garten. An die Nachgeborenen gekürzt. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt? Der dort ruhig über die Straße geht, ist wohl nicht mehr erreichbar für seine Freunde, die in Not sind? Es ist wahr, ich verdiene noch meinen Unterhalt, aber glaubt mir, das ist nur ein Zufall. Nichts von dem, was ich tue, berechtigt mich dazu, mich satt zu essen. Zufällig bin ich verschont. Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren. Man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse? Und mein Glas Wasser einem Verdursteten fehlt. Und doch esse und trinke ich. Ich wäre gern auch weise. In den alten Büchern steht, was weise ist. Sich aus dem Streit der Welt halten und die kurze Zeit ohne Furcht verbringen. Auch ohne Gewalt auskommen. Böses mit Gutem vergelten, seine Wünsche nicht erfüllen, sondern vergessen, gilt für weise. Alles das kann ich nicht. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach wir, die wir den Boden bereiten wollten für die Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unser mit Nachsicht. Bravo! In Umerziehungslager! Wenn sie nicht parieren,
dann permanent queren. Doch wenn sie unsere Werte noch verhöhnen, wie schmeißen wir sie raus? Lobotomieren, exekutieren, vernichten, merzt sie aus. So ein Affe und fuchtelt vor der Rom mit seiner Waffe und schreit für Führer, Heil Zelensky, Sieg! Leck mich am Arsch, keine Lust auf Krieg. Du willst jetzt an die Wand stellen, dieses Gruselkabinett. Doch die nächste Zombie-Riege wartet schon ums Eck. Wir sind nicht souverän ohne Friedensvertrag. Was ist Souveränität schon in EU und Schuldenstaat? Selbstbestimmung gibt's mit keinerlei Regierung. Also Schluss mit Infantilisierung. Hast du noch Lust, dich mit Zombies rumzuschlagen? Macht es dir frustig, mit dem System rumzuplagen? Wart nicht mehr auf Godot, noch auf den Sandmann. Halt dich lieber an all die, die noch Verstand haben. Ich hab mehr Lust mehr, den Kopf gegen die Wand zu hauen. Doch vielleicht Lust darauf, was Eigenes aufzubauen. Wenn ja, bist du da keineswegs allein. Denn wir sind viele, also machen wir's im Verein. Schaffen wir jetzt für uns selbst und schön das Leben. Denn deren Schuldgeld schafft nur immer neue Gräben. Also weg mit Geld oder eigenes Geld womöglich. Da mal Kultur und freie Energien womöglich. Dafür brauchen wir keine Räder neu erfinden. Nur Patente den Patentämtern entwinden. Kommt dann ein Richterlein und schreit Verbot. Sagen wir Idiot, dein Staat ist längst bankrott. Danke. Dankeschön. Wir sind fast am Ende der Veranstaltung angekommen. Ihr habt euch ganz wacker gehalten. Aya war ja immer bei uns, trotz ihrer 90 Jahre oder darüber. Und zwar ist es der Spruch, Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Frieden, Freiheit.